Hallo liebe Tower Stars Fans, herzlich willkommen in Kreuzlingen. Hier hinter mir in der Bodensee Arena waren die Tower Stars zum ersten Mal in dieser noch jungen Vorbereitung im Wettkampfmodus auf dem Eis. In der Vorrunde dieses international besetzten Turnieres stand zunächst einmal die Vorrundenbegegnung gegen Thurgau Hockey. Und wie das gelaufen ist und dementsprechend die Auswirkungen hatte auf den zweiten Tag, das schauen wir uns jetzt im Spielbericht an. Die Ravensburg Tower Stars gegen Thurgau Hockey. Angeführt vom Neuzugang zwischen den Pfosten Jonas Langmann betrat die Ravensburger Mannschaft die Eisfläche zum ersten Testspiel. Der Gegner, der Schweizer Nationalliga B-Club Thurgau Hockey. Schon vom Startpulli weg eine äußerst abwechslungsreiche und auch flotte Testspielbegegnung. Die Schweizer ja schon einige Zeit länger auf dem Eis, hatten auch schon 3 Testspiele absolviert. Dennoch auch in diesem Angriff zu sehen die Tower Stars durchaus spielfreudig, flüssiger Angriff. Der zweiten Ravensburger Sturmreihe, Mathieu Toussignan, der sich jetzt hinter das Tor orientiert, bekommt die Scheibe zurück, geht vors Tor und besorgt die Führung zum 1:0. Das Ganze nach rund 5 Minuten. Fabio Carciola und Cam Reed hatten die Vorlagen gegeben. Ja, wirklich geschockt zeigten sich die Gastgeber allerdings nicht. Nur eine halbe Minute später kam es dann zu dieser Szene. Auch Jonas Langmann musste also von Beginn an hellwach sein. Dieser Schuss läutete auch gleich eine starke Phase der Thurgauer ein. Und auch in der nächsten Szene konnte Jonas Langmann sich auszeichnen. Hier mit dieser schnellen Reaktion beim abgefälschten Schuss von der blauen Linie. Ja, wenige Minuten später dann auf der Gegenseite dieser Abwehrpatzer der Thurgauer. Und Kyle Oakes dann frei im Slot. Aber bringt die Scheibe nicht an Kevin Huber, dem Thurgauer Torhüter, vorbei. Auf der Gegenseite war es dann aber doch passiert, das 1:1. Da prallte die Scheibe vom Schoner von Jonas Langmann direkt vor die Füße von Kevin Rohner. Und er hat keine Mühe zum 1:1 einzuschieben. Und dieser Gegentreffer brachte die Tower Stars prompt aus dem Konzept. Auch in dieser Szene die Tower Stars zu träge in der Abstimmung und zu wenig konsequent auch in den Zweikämpfen. Und dann war es prompt passiert. Thurgaus Wolgast kann das Ravensburger Tor umkurven. Die Fanghand von Jonas Langmann greift ins Leere. Und die Eidgenossen liegen mit 2:1 in Front. Und der nächste Rückschlag folgt hier auf dem Fuß. Cam Reed bekommt eine Strafzeit. Allzu lange brauchte der Ravensburger Neuzugang allerdings nicht Platz nehmen, denn hier bereits das 3:1 im Powerplay. Und diesmal war der Torschütze Spiller. 3 Gegentore in 3,5 Minuten, das war natürlich nicht besonders glücklich aus Ravensburger Sicht. Aber die Tower Stars waren nach der Pause wieder in der Spur. Und hier das 3:2, Torschütze war Daniel Schwamburger. Offiziell wurde der Treffer allerdings Daniel Pfaffengut zugesprochen. Der gab allerdings die Vorlage. Die rund 80 mitgereisten Ravensburger Fans waren zufrieden. Und sie sahen eine Ravensburger Mannschaft, die das Spiel wieder deutlich an sich riss. Hier gab es allerdings im dichten Gedränge vor dem Tor kein Durchkommen. Auf der Gegenseite dann, wie aus dem Nichts, das 4:2. Und dieser Treffer muss Jonas Langmann natürlich auf seine Kappe nehmen. Da rutscht der Puck unter den Schonern durch. 33. Minute, 4:2 für Thurgau. Aber die Tower Stars mit diesem schönen Angriff. Riley Brace, aber der scheitert am Thurgauer Torhüter. Wäre ein Treffer wert gewesen. Schöne Szene des kanadischen Neuzugangs. Aber die Tower Stars drückten weiter und hier erobert sich dann die 4. Sturmreihe den Puck zurück in der gegnerischen Zone. Scheibe tief gespielt. Dann ist Schwamburger vors Tor und da steht Kyle Oakes frei. Und die Oberschwaben, sie können hier auf 4:3 verkürzen. Das war natürlich wichtig hier. 30 Sekunden vor Ende des zweiten Spieldrittels. Und das gab natürlich Auftrieb für den Schlussabschnitt. Und in der 45. Minute hätte der Ausgleich mit etwas mehr Glück im Abschluss auch prompt hier Fakt sein können. Aber Kyle Oakes scheitert am linken Torpfosten. Dann die Tower Stars in numerischer Überzahl. Powerplay lief sehr gut übrigens an diesem Wochenende. Und dann ist es Cam Reed, der abstarb zum 4:4. Hat dieser Ausgleich hochverdient. Und noch waren 14 Minuten Zeit, sogar noch mehr daraus zu machen. Aber dann der Rückschlag 7 Minuten vor Schluss. Hier dieser tiefe Pass. Der Puck prallt da kurios von der Bande zurück. Direkt vor die Füße von Engler, der die Thurgauer mit 5:4 in Führung bringt. Ja, und solche Gegentreffer ärgern einen Torhüter natürlich immer besonders. Dann die Schlussphase der Partie, bereits 2 Minuten und 10 Sekunden vor der Schlusssirene, nahm Tower Stars Coach Daniel Noh
den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Tower Stars setzten sich dann auch lange Zeit im gegnerischen Drittel fest. Aber hier der Puckverlust, Gegenangriff. Und in der Schlussminute setzte dann Torgau durch Engler den Schlusspunkt und letztlich ein Fangschuss für die Tower Stars. Entstand also 6:4. Ja, durch dieses Ergebnis war klar, dass die Tower Stars am zweiten Turniertag auf die Lakers von Rapperswil-Jonau treffen würden. Die unterlagen am Vortag den Kassel Huskies doch klar und deutlich mit 1:5. Spiel um Platz 3, Tower Stars gegen Rapperswil-Jonau. Wie das gelaufen ist, auch das hier in unserem kompakten Spielbericht. Ja, knapp 12 Stunden später, also das zweite Spiel an diesem Wochenende. Die Tower Stars hochmotiviert. Sie wollten sich zumindest Platz 3 in diesem Turnier sichern. Und das unterstrichen die Oberschwaben mit einem Treffer zum 1:0 Mathieu Tousignan, der diesmal zwar 4 Minuten länger braucht als in Spiel 1, aber erneut der Franco-Kanadier für den ersten Treffer verantwortlich. Das Spiel weitgehend ausgeglichen, aber dann doch noch der Ausgleich im ersten Spielabschnitt, 19. Minute, das 1:1 und Hügli der Torschütze. Da hatte die Ravensburger Abwehr den Puck nicht entscheidend aus der Gefahrenzone gebracht. Kurz vor der Pause allerdings noch diese Szene. Gute Gelegenheit von Daniel Pfaffengut. Und dann kommt es nochmal zu einem bösen Gerangel. Mathieu Tousignan, der da für Unruhe vor dem gegnerischen Torraum sorgte, wird da gleich von zwei Gegenspielern hart angegangen. Tousignan war es dann auch, der im zweiten Abschnitt diese Riesenmöglichkeit hatte. Schöner Pass vorangegangen von Fabio Caucciola. Nicht einmal 2 Minuten später, aber dieser schöne, flüssige Angriff. Und dann ist es Vinzenz Meyer mit seinem ersten Treffer für die Tower Stars. 26 Minuten sind gespielt. Die Oberschwaben liegen mit 2:1 in Front. Fast direkt nach dem Anspielbulli, allerdings wieder Rappers wie Jona mit einer guten Chance. Aber Jonas Langmann mit gutem Stellungsspiel verkürzt hier geschickt den Winkel. Auf der Gegenseite dann 6 Minuten diese Riesenmöglichkeit von Cam Reed und die verwandelt er eiskalt. Allzu schwer hatte es die Rapperswiler Abwehr dem Europadebütanten allerdings nicht gemacht. Cam Reed war es auch, der im Nachstochern noch im selben Spielabschnitt die Oberschwaben mit 4:1 in Front brachte. Es war der 4. Treffer des kanadischen Stürmers übrigens an diesem Wochenende. Ja, die Weichen für den Sieg waren in diesem Spiel schon mal gestellt. Auch wenn Rapperswil-Jonau nochmal das Tempo anzog und auch deutlich aggressiver in die Zweikämpfe ging. Aber immer wieder eröffnete dies den Tower Stars auch Kontermöglichkeiten, wie hier durch die 3. Sturmreihe. Schöne Vorarbeit von Adriano Caucciola, aber Max Brandl kann den Puck da nicht am gegnerischen Torhüter vorbeibringen. Wir sind bereits im Schlussabschnitt und die Tower Stars sollten hier mit dem 5:1 in 48. Minute gleich mal alles klar machen. Sören Sturm, der Torschütze, direkt im Anschluss hatten dann Daniel Pfaffengut und sein schweizerischer Gegenspieler noch ein paar Meinungsverschiedenheiten auszutragen. Die nachfolgende Überzahl, weil der Schweizer 2 Minuten mehr bekam, nutzten die Oberschwaben dann durch Kilian Keller zum 6:1. 6 Treffer in diesem Spiel, aber Tower Stars Trainer Daniel Noh lobte vor allem die defensive Einstellung. Es ist okay, Tore zu schießen, das macht viel Spaß, aber wenn man stolz ist auf seine defensive Arbeit im Eishockey, das ist auch wichtig. Und man hat gesehen heute Abend, also heute Mittag, dass diese Mannschaft ist stolz und wollte unbedingt kein Tore kassieren im letzten Drittel. Und so war man im Lager der Tower Stars mit diesem 3. Platz beim Bodensee Cup durchaus zufrieden. Wir haben 6:1 gewonnen, hat jeder gut gespielt, hat jeder ein gutes Spiel geliefert. Jonas ins Tor, Verteidigung, die Stürmer, also das hat alles gut geklappt heute. So sahen das auch die Ravensburger Fans und dementsprechend gut die Stimmung nach dem Spiel. Das war's vom Bodensee Cup in Kreuzlingen. Nächstes Wochenende stehen dann die Testspiele gegen Frankfurt und gegen Graz auf dem Programm. Zum ersten Mal dann in der Ravensburger Eissporthalle. Dazu noch die Saisoneröffnungsfeier am Samstag. Da sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.